So, willkommen wieder zu einem neuen Video. Ich bin Survival Pete und dieses Mal habe ich spezielle Hauptgäste dabei. Lasst euch überraschen. Wir bereiten uns nicht auf irgendwelche politischen Dinge vor oder gesellschaftlichen Dinge, sondern auf Katastrophen. Willkommen wieder zu einem neuen Video. Mein Name ist Survival Pete und dieses Mal habe ich ein paar Hauptgäste dabei. Clayton Husker, Mike, der Sanitäter und Günni. Und wir werden heute ein paar Gespräche hier führen, die euch weiterhelfen können. Gut. Ah, macht ihr auch ein Salto hier drin? Was mache ich? Über Feuer. Entschuldigung. Hüpfer, ein Rückgestalten. Get serious. Gut, ihr müsst wissen, das hier ist eine sehr gemütliche Runde. Hier wird alles nicht so, sagt man, strikt nach Drehbuch geführt. Von daher, ja. Guti, Clayton. Jo. Ich habe damals schon deine Videos gesehen und ich fand die sehr beeindruckend. Deswegen fing ich ja auch damals an, mir ein paar Vorräte zu besorgen. Bin natürlich irgendwann ein bisschen weitergegangen mit Survival. Aber es interessiert mich wirklich, wie du dazu kamst, überhaupt dich vorzubereiten. Naja, also Prepper war unsere Familie schon immer. Also Oma hat schon Keller voll gehabt, voll mit Eingemachten. Und irgendwann, ja, man beobachtet die Welt und denkt sich, was ist, wenn es mal schief geht? Und so habe ich dann so langsam angefangen, habe gedacht, was könnte man eigentlich brauchen? Ein bisschen geguckt, so. Tja, und auf einmal war der Keller voll. So, ne? Oha. Ja, ich habe dann ja auch Bücher geschrieben, in denen das ein Thema war, ne? Also in Romanen. Und ich bin einer von diesen Leuten, die nicht nur was sagen, die machen das dann auch. Sehr schön. Also ist dein Keller voll oder wie kann man sich das jetzt vorstellen? Das kann man durchaus als voll beschreiben, ja. Okay. Ist der Keller groß? Ja, also der Normalkeller für Krisenvorräte sind so um die 6 Millionen Kalorien. Hast du denn vor, auch deine Familie damit zu versorgen? Ja, oder? Okay. Ja. Also wir haben eine Gruppe. Ich teile das immer ganz Sozialgruppen ein. Und bei mir ist das der erweiterte Familienkreis. Das sind mir so bummelig 20 Leute. Und wenn wirklich mal Alarmrot ist, dann kommen die halt zu mir und dann leben wir da gemeinsam in die Katastrophe hinein. Ja. Gehört Mike auch dazu? Das muss er sich erst mal verdienen. Ich glaube, der hat seine eigene Familie zu versorgen, wenn ich das richtig sehe. Ja, ein wenig. Viele Zuschauer kennen das ja, also wissen das ja gar nicht. Ihr beide seid ja irgendwie dicke Freunde oder Arbeitskollegen? Oder wir sind dicke Freunde, ja. Kann man so sagen, ja. Heute packt er auch mal Comedy aus. Kannst du Menschen mit beleidigen, ne? Ja. Aber wir... Wir sind zusammen in einer Hilfsorganisation tätig und treffen uns öfter mal. Okay. Habt ihr euch da auch kennengelernt oder schon vorher? Ja, hauptsächlich so. Da trifft man so den einen oder anderen, woraus sich ganz viel entwickelt und Spaß hat. Genau, und ich bin ja auch bei der Feuerwehr und durch einen Feuerwehrkameraden konnte ich auch dieses Tipi hier bauen. Das heißt, so eine Organisation, so eine Hilfe, Vereine. Der kommt auch aus dem Blaulichtmilieu, ne? Auch aus dem Blaulichtmilieu, genau. Genau, ich habe ja noch den Günni. Vielleicht hat Günni ja noch ein paar Fragen an dich. Mir, was ich gut finde bei Clayton, die Ansichten. Alles nicht so, dass das Ganze keinen politischen Hintergrund hat, sondern dass es rein logische Komponenten gibt, die man auch, sage ich mal, ganz leicht herleiten kann. Und wir haben auch schon jetzt schöne Gespräche geführt. Und das ist sehr identisch eigentlich. Ja, ich hatte halt auch einen Triggermoment, bin angefangen. Und klar, geht bei mir genauso um Familie. Und wir sind, was das angeht, gar nicht so weit auseinander. Und das macht es sehr spannend. Ja, ich finde weißt du, es wird ja in den Medien auch häufig so, ja, dieses Prepping und so, das ist ja was Politisches. Nein, es ist nicht. Es geht um Überleben in einem Krisenfall. Und da ist mir das auch völlig egal, ob einer politisch oder sonst wie irgendeine Meinung hat. Wenn es um Prepping geht, geht es um Vorbereitung und sonst nichts. So, ne? Ganz einfach. Genau, und wie gesagt, nichts ist da weiter weg und hat auch am wenigsten damit zu tun mit politischen Dingen. Weil das sehe ich nicht als Indikator für mein Handeln. Dass ich jetzt sage, oh, jetzt passiert aber das politisch, jetzt muss ich aber das machen. Das hat überhaupt keinen Einfluss darauf. Ja, wenn du als Prepper im Netz unterwegs bist, da verbringst du drei Viertel deiner Zeit damit, dich für irgendwas zu rechtfertigen. Weil ja alle glauben, oder Medien sagen, ja, das sind ja alles so Nazis und bewaffnet. Und die Hauptarbeit eigentlich liegt daran, den Leuten klar zu machen, nein, wir sind normale Leute. So, wie du und ich. Definitiv.
Und nichts ist weiter weg wie solche Vokabeln. Ja, sehe ich auch so. Denn wir haben ja eben auch mal darüber gesprochen, wie die Szene ist und dass man sich halt immer von möglichst vielen Leuten dann irgendwie trennt, die irgendwie eine politische Ansicht haben. Weil mit denen will ich nichts zu tun haben und nicht reden. Ja, politische Ansicht kann von mir aus auch jeder haben, da habe ich ja gar nichts gegen. Aber er soll mich damit in Ruhe lassen. So, ich habe meine eigene Weltansicht und die zwinge ich auch niemanden auf. Ne? Muss auch keiner meiner Meinung sein. So, ne? Und da hapert es manchmal ein bisschen. So, ich sehe es ja im Netz ab und zu. Ne? Laufen da Leute rum, eine große Klappe so, und wollen die eigentlich nur irgendwie ihr Ding aufzwängen. Und das finde ich falsch. Also was ich immer sehe, dass diese Bereiche versuchen, sich zu organisieren, was sie ja per se gar nicht machen. Ja, ja. Also es gibt keine Solidargemeinschaft und keine Organisation da drumherum, weil man sagt, dem seine Baustelle, ich habe meine eigene. Ja, genau. Ja, da gibt es keine Zusammenschlüsse oder irgendwie sowas. Das braucht man nicht. Ja, da gibt es so Dachverbände und so, habe ich gesehen im Netz. So Leute, die da so... Ja, so dieses typische deutsche Vereinsmeierei anfangen. So, ne? Und das passt da gar nicht zu. Als Prepper bin ich erstmal mir selber verantwortlich und im gegebenen Fall in meinem sozialen Umfeld. Und da brauche ich auch keinen Verein, keinen Vorstand oder so ein Kram, wie manche Leute das ja machen. So, das finde ich voll daneben. So, ne? Also, kann ich auch nichts mit anfangen. Ich gucke mir das an und denke so, sieh mal lieber zu, dass du deinen Kram in Ordnung bringst. So. Und aus die Maus. Du kannst halt auch naturelle Gegebenheiten, die dich in eine schwierige Lebenssituation bringen, dich mit politischem Verständnis regulieren. Geht gar nicht. Das kannst du ja nur selber machen. Also wir haben das ja auch, noch Mike und ich, wir sind ja Leute, wir bereiten uns nicht auf irgendwelche politischen Dinge vor oder gesellschaftlichen Dinge, sondern auf Katastrophen. Also schwer, Starkwetter, ein Blackout oder sowas. Das sind Dinge, über die sollte man sich als Prepper Gedanken machen und nicht, wer ist an der Regierung oder wer ist jetzt, hast du nicht gesehen, Minister, so, ne? Das ist völlig irrelevant. So, es geht darum, in besonderen Lagen die Kontrolle zu behalten. Und wer das nicht schnallt, der ist auch kein Prepper. Genau. Dieses, was mir so eine besondere Herzensangelegenheit gerade ist, das ist der Rat, den ich halt Fragenden gebe. Fangt nicht noch an umzuswitchen. Ich sag mal, wenn wir jetzt materielle Dinge nehmen, jetzt hast du dich jahrelang darauf konditioniert, du bist eins mit deiner Ausrüstung und das ist genau jetzt der falsche Zeitpunkt, um sich noch umzuorientieren, weil dir halt jede Routine fehlt mit deinem Equipment. Du musst durch alle Jahreszeiten gehen, um wirklich zu wissen, und das haben wir ja hier jetzt auch die ganze Zeit zelebriert, so ein Kocher geht mal nicht bei Minusgraden. So, und dann hilft dir wirklich nur noch Benzin mit einem anderen Gefrierpunkt. Und das haben wir halt hier alles mal live in Erfahrung, sag ich mal, mit unserem Equipment kennengelernt. Und das, ich glaube, dass wir die Zeit gar nicht mehr haben. Und es gibt nichts Schlimmeres, wie du hast jetzt, sag ich mal, eine 5 Sterne bewertete Ausrüstung, aber du weißt gar nicht, was du damit machen sollst. Ja, weil es so viele Einflüsse gibt. Bei Regen ist ein anderer Einfluss wie jetzt bei Gefrierpunkt. Und es ist halt wichtig, dass man jetzt nicht immer guckt, was hat der, das möchte ich auch haben, sondern bleibt lieber dabei, bleibt steht, weil das hat sich bewährt bis jetzt. Und das kennt man, damit kann man umgehen. Das ist jetzt der falsche Zeitpunkt. Bei der mangelnden Versorgungslage in diesen Bereichen, Camping, Kocher oder irgendwas, du hast 9 Monate Wartezeit. Und wenn du jetzt wochenlang oder monatelang auf irgendwas wartest und dann, sag ich mal, kommt irgendein Ereignis und dann hast du halt dein frisches Equipment, was du nicht kennst. Dann bist du voll am Arsch. Du kannst nur versagen. Es gibt ja diesen tollen Spruch, wenn du irgendwas lernen willst, lerne es nicht, bis du es kannst, sondern bis du keine Fehler mehr machst. So, ne? Das finde ich total wichtig, so ein Ding. So, ne? Das war so ein Ping, richtig. Ja, das war dieses, wo wir jetzt so diesen kleinen Stern einblenden. Genau. Wie macht ihr das eigentlich denn mit der medizinischen Versorgung? Sagen wir mal, ihr kriegt Durchfall oder Fieber. Habt ihr da auch was zu Hause? Ja, okay, dich freue ich nicht fragen. Du bist ja an der Quelle. Also ich schon erwähnt, ich bin Prepper. Er auch. Ja. Für all die normalen Kleinigkeiten.
Am Wochenende hat die Apotheke auch zu. Also ich wohne dörflich. Ich müsste immer ganz weit fahren, wenn ich meinte, ich müsste jetzt in die Apotheke, weil ich brauche jetzt was gegen Durchfall. Natürlich, coole Tabletten zu Hause halten ewig. Schmerzmedikamente sind immer da. Die Medikamente, die man dauerhaft braucht, wie zum Beispiel meine Frau, das ist immer genügend da. Es kann nicht leer gehen. Es wird aufgefüllt, es wird nachgeguckt. Die grundsätzlichen Sachen zu Hause, auch ich habe jetzt einen kleinen Sohn, der ist 19 Monate alt, es gibt immer Sachen, die mir auftreten können. Natürlich hast du für ihn immer bedarfsgerechte Medikamente da, die mich auch über mehrere, längere Tage retten würden, wenn ich nirgendwo hin könnte. Ist doch logisch, das musst du zu Hause haben. Das war bei Oma auch schon so, die hatte auch immer alles zu Hause. Weil wir hatten ja jetzt ein Video zusammen gemacht wegen, sagen wir mal, Erste Hilfe, erweiterte Erste Hilfe. Aber dürfen wir eigentlich auch Medikamente vorstellen oder nicht? Nee, da muss jeder tatsächlich seinen eigenen Weg nehmen. Er weiß ja, wenn er Kopfschmerzen hat, hilft ihm Medikament A, B oder C. Er wird sich natürlich das immer in seinen IFAK reinpacken, was ihm hilft, was gut ist. Gibt es übrigens einen hübschen kleinen Trick, den mir jemand von einer nicht näher benannten Krankenkasse erläutert hat. Den habe ich gefragt. Ich sage immer zu, ich bin so ein komischer Prepper. Ich sammle nicht nur Dosen, sondern auch alles andere. Ich sage, was mache ich eigentlich mit meinen Medikamenten? Ich kriege also Lauermedikamente. Kannst mir da mal so ein Vierteljahresvorrat? Nee, sagt er, das können wir nicht machen. Okay. Aber, wenn es Ihnen natürlich im Moment nicht so gut geht, können Sie ja auch mal öfter zum Arzt gehen und sich was verschreiben lassen. So habe ich mittlerweile einen 6-Monate-Vorrat an meinen Dauermedikamenten und die Krankenkasse sagt so, Also es ist tatsächlich so, die Ärzte dürfen nicht größere Mengen rausgeben an Medikamenten. Aber man kann das selber steuern, wenn man ein bisschen geschickt ist dabei. Das ist ein bisschen Trick 17 und so. Funktioniert. Ja. Was haltet ihr dann von dem Thema Bewaffnung?